Ja, moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem ganz, ganz kurzen Apex Legends News Update. Mich haben schon einige Fragen in den letzten ein, zwei Stunden erreicht, wo denn Loba zu finden ist. Keiner findet sie, keiner findet was. Leider Gottes wurde der Teaser nochmals verschoben. Er ist jetzt das zweite Mal verschoben worden. Heute um 19 Uhr sollte sie eigentlich zu finden sein. Ursprünglich war 24. April eigentlich geplant um 19 Uhr. Am Donnerstag, den 30. Mai, also sprich in zwei Tagen, 30. Mai, 30. April, soll Loba jetzt zu finden sein. Wo genau ist natürlich immer noch nicht klar. Ich befürchte so ein bisschen, dass das vielleicht auch noch Auswirkungen auf Season 5 haben könnte. Ich hoffe nicht, dass sich das bewahrheitet, dass Season 5 noch ein zweites Mal verschoben wird. Season 5 soll am 12. Mai kommen, ursprünglich 5. Mai. Ich hoffe, wir werden da nicht noch mehr schlechte Nachrichten kriegen. Ich wollte euch diesbezüglich, dass nicht noch mehr Fragen unter den letzten Videos von mir kommen. Deswegen wollte ich euch diesbezüglich auf dem Laufenden halten. Wenn es weitere Informationen zu den ganzen Ingame-Teasern, dies ist übrigens Phase 4 von insgesamt 6, kann natürlich sein, dass die folgenden Phasen 5 und 6 auch nochmal verschoben werden. Sollte es diesbezüglich nochmal Informationen geben, seid dann natürlich bei mir wie immer genau richtig. Abonniert meinen Kanal, falls ihr das noch nicht getan haben solltet. Ich werde euch rund um Season 5 auf jeden Fall ständig so aktuell wie möglich auf dem Laufenden halten. Das soll es von mir schon wieder gewesen sein. Alle, die meine Livestreams verfolgen, morgen zum Mittwoch, falls ihr das heute Abend zum Dienstag noch schauen solltet, Mittwoch und Donnerstag zwischen 9 und 13 Uhr werde ich wieder streamen. Die letzten Streams liefen sehr, sehr geil. Ich hoffe, das schaltet ihr ein. Das war's von mir schon wieder. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.